Wunderschönen guten Tag oder auch besser guten Abend, je nachdem. Ich bin Julia, ich bin Gründungsberaterin und ich helfe Frauen, die sich selbstständig machen wollen, dabei, die anfänglichen bürokratischen Stolpersteine zu überwinden, damit ihr Start ein voller Erfolg wird. Ich habe in den letzten Videos hier auf Facebook schon allerlei über das Geschäft erzählt, über die Möglichkeiten, die es gibt, welche Hürden du überwinden musst und verschiedene Dinge mehr. Heute möchte ich dich mal ganz einfach an einem sehr persönlichen Thema teilhaben lassen. Und zwar einfach auch deshalb, dass du mich ein bisschen besser kennenlernst. Also du hast schon gehört von mir, dass ich ja Gründungsberaterin bin. Im Offline-Geschäft, also ganz normal, im ganz normalen Leben, bin ich also schon seit langem selbstständige Buchhalterin. Und ich habe ein ganz spezielles Hobby. Ich bin nämlich Hobby-Hundezüchterin. Das klingt gut. Und zwar für die Rasse Elo. Vielleicht kennt das nicht jeder, aber ich verlinke oberhalb des Videos meine Facebook-Seite für die Hunde und da kannst du dir die Elos auch mal anschauen. Also wie gesagt, ich bin Hobbyzüchterin. Ich plane, seitdem ich züchte, ja, einen Wurf im Jahr. Für dieses Jahr plane ich den vierten Wurf, also den D-Wurf. Geht ja immer nach dem Alphabet, also die Zuchtstätte A, B, C, D ist also der vierte Wurf jetzt. Und letztes Wochenende, und das ist das, woran ich dich teilhaben lassen möchte, war ich also mit meiner kleineren Hündin, also damit meine ich die jüngere Hündin, war ich zum Decken. Das ist also immer eine sehr aufregende Geschichte und ja, die Spannung und klappt das und wie ist der Deckrüde und wie verhält sich die Hündin gerade im ersten Mal. Und aber hat alles super geklappt, Frauchen, als ich. Bin also super glücklich, dass alles geklappt hat und jetzt heißt es einfach nur Daumen drücken. Die Hunde tragen ja 63 Tage etwa und dann beginnt also insgesamt, also auch vor den 63 Tagen natürlich schon eine sehr interessante Zeit, eine spannende Zeit, eine aufregende Zeit. Und aber wie gesagt, es ist mein absolutes Hobby und ja, da gehe ich so richtig auf. Ich sage immer, das ist einfach was fürs Herz. Das wollte ich dir einfach heute mal kurz erzählen. In irgendeinem späteren Video stelle ich dir auch meine beiden Hündinnen mal vor. Wenn du auf meine Facebook-Seite gehst, dann wirst du dort auch die beiden Hündinnen sehen. Schau dich einfach mal um und du kannst dir ja gerne mal die vorherigen Würfe anschauen. Das war jetzt mal was völlig anderes, also außerhalb des Themas Gründungsberatung. Wenn du vielleicht zu den Freunden der Vierbeiner gehörst oder so und du möchtest dich gerade in dem Bereich vielleicht auch selbstständig machen, dann kann ich dir dabei super helfen, weil ich das Ganze auch schon hinter mir habe. Und du kannst also da jederzeit Fragen stellen, entweder in Form einer PN oder schreib deine Frage in die Kommentare. Und allgemeine Informationen zum Gründen eines Business findest du auf meiner Webseite, die ich dir auch oben verlinke. Und in absehbarer Zeit, also ich denke in den nächsten Wochen, habe ich da in dieser Richtung auch einen Online-Kurs geplant, der also sich jetzt im Aufbau befindet. Wenn du da gerne mehr erfahren möchtest oder auch auf die Warteliste dich setzen lassen möchtest, dann verlinke ich dir das auch oben. Gut, das war also jetzt mal eine ganz persönliche Geschichte von mir. Einfach auch, dass du dir vielleicht ein bisschen besser vorstellst oder vorstellen kannst, wer ich so bin, was ich so mache, außer dass ich Gründungsberatungen durchführe und hinterm PC sitze und Buchhaltung mache. Ist das also mal noch ein ganz anderes Ding. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch und bis die Tage. Deine Julia.